Heute erwarten euch 10 gruselige und unheimliche Fakten. Aber diesmal gibt es ein kleines Special, denn es handelt sich diesmal nur um Horrorfilmfakten. Hallo zusammen! Wie manche von euch vielleicht schon wissen, kommt dieses Faktenformat ja eigentlich von meiner Instagram-, Facebook- und Twitter-Seite. Aber wie immer will ich den YouTube-Leuten die Fakten nicht vorenthalten und wünsche euch hiermit eine gute Unterhaltung. Nummer 1. Während der legendären Alien-Szene mit dem aufplatzenden Brustkorb wussten die Schauspieler auch nicht, was gleich passieren wird. Ihre total entsetzte Reaktion war also echt. Nummer 2. Der Regisseur William Friedkin wies am Set von Der Exorzist einen Mitarbeiter an, in bestimmten Szenen mit einer Schrotflinte in die Luft zu schießen. Dadurch sind einige Schockszenen wirklich echt, weil sich die Schauspieler durch das Geräusch erschreckten. Nummer 3. In dem Film Candyman's Fluch musste der Schauspieler Tony Todd seinen Mund mit echten Bienen füllen. Er hatte nur innen eine Art Rachenschutz, damit die Bienen wenigstens nicht die Speiseröhre runter in seinen Körper krabbeln konnten. Er wurde beim Dreh trotzdem mehrmals im Mundinnenraum gestochen. Nummer 4. Die ursprüngliche Idee des Films E.T. der Außerirdische war ein Horrorfilm, in dem das Alien alle Menschen ausrotten wollte. Man hat sich aber dann doch für eine familienfreundliche Variante entschieden und so wurde E.T. plötzlich lieb. Nummer 5. Die Idee zu dem Horrorfilm Hostel kam dem Regisseur Eli Roth, als er zufällig auf einer thailändischen Website Mordurlaube entdeckte. Dort konnte man Leute gegen Bezahlung foltern und töten. Ob er das wirklich im normalen Internet sah, ist fraglich. Im Darknet allerdings wäre es hingegen gang und gäbe und ist dort auch wirklich Realität. Nummer 6. Die Aufzugsszene aus Shining, in der eine Welle von Blut in den Raum strömt, hat ganze 365 Tage zum Abdrehen gedauert. Die Szene sollte so perfekt wie nur möglich werden und ich finde, die Zeit hat sich gelohnt, denn das haben sie wirklich gut hinbekommen. Nummer 7. In dem Film Candyman wurde die Schauspielerin Virginia Madsen in einer Szene hypnotisiert. Dabei soll sie am Set tatsächlich hypnotisiert worden sein. Sie konnte sich an die abgedrehten Szenen im Nachhinein gar nicht mehr erinnern. Nummer 8. Bei den Dreharbeiten zu Poltergeist wurde der Schauspieler Oliver Robbins tatsächlich von der Roboter-Clown-Puppe gewürgt. Erst als er blau anlief, bemerkten die Mitarbeiter, dass er tatsächlich gewürgt wird. Man dachte zuerst, er schauspielert einfach nur sehr gut. Nummer 9. In dem Horrorfilm Blair Witch Project hatten die Schauspieler generell kaum Anweisungen und wussten auch nicht, was sie alles erwarten würde. Alles ist improvisiert und da die Schauspieler oft tatsächlich nervlich total am Ende waren oder panische Angst hatten, gab es das Codewort Taco. Damit konnten sie den Dreh sofort unterbrechen. Und die Nummer 10. Beim ersten Modell der Alien-Kreatur im Film Alien wurde ein echter menschlicher Schädel verwendet. Designed wurde das Ganze von H.R. Giger, als er in einem Interview auf den Schädel angesprochen wurde, sagte er aber nur: "Fragen Sie mich nicht, woher ich ihn habe." Was natürlich eine sehr gruselige Aussage ist. Und jetzt will ich noch gerne von euch wissen, wie euch das Horrorfilm-Special gefallen hat und ob ihr gerne mehr solche Special-Fakten-Videos sehen wollt. Und außerdem, welche dieser Fakten fandet ihr am beeindruckendsten oder am gruseligsten? Schreibt's gerne in die Kommentare, bin wie immer sehr gespannt darauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonniert mich gerne und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier kommt ihr noch zu 2 weiteren gruseligen Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao.